Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. So, wir sind wieder zurück auf der Isla Sorna. Da lief es ja jetzt letztens eigentlich schon recht gut. Die anderen Stegosauren kommen hier gerade alle. Oha. Oh, warte mal, da werden noch zwei weitere hingebracht. Dann sollte ich vielleicht mal schauen, dass ich... Guck mal, der Bestand, das ist an sich in Ordnung, aber den hocken hier ein paar zu viele. Den hocken hier ein paar zu viele Stegosauren auf einem Haufen. Dann verkaufen wir die mal lieber. Zwei Stück. Weil da kommen ja noch welche. Dann geben wir den auch noch weg. Dann verkaufen wir drei Stück. Und wie gesagt, da hinten kommen ja auch noch mal zwei. Rennen jetzt die Eiche unten, rennen auch noch welche rum. Heidenei. Einverstanden. Die würde ich sagen, verkauft man dann direkt. Das macht ja keinen Sinn. Die können gerade nichts machen, ne? Und jetzt? Nein, ich hätte gehofft, ich könnte da noch eben durchkommen. So. Gut. Was wir auch noch brauchen, definitiv, ist ein Expeditionszentrum. Das sind jetzt natürlich alles so die nächsten Sachen, die hier anstehen. Rein theoretisch. Ich überlege gerade, wo bauen wir die denn mal hin? Produkt transportiert. Boah. Okay. Die Gelegenheit ist da. Nutzen Sie sie. Bauen, verbinden wir mit Stromversorgung. Fossilienzentrum. Ja, das kriegen wir hin. Dann brauchen wir aber auch noch das Forschungszentrum. Und das... Ah, genau. Fossilienzentrum. Das kommt da noch hin. Das Forschungszentrum ist ja recht klein. Das stellen wir dann da noch hin. Mit Strom versorgt wäre jetzt schon mal alles. So, und dann bauen wir jetzt hier, so dicht es geht, den Weg weiter. So.
beeindruckende Arbeit bei diesem Auftrag. Das blieb nicht unbemerkt. Wo haben wir eine Dino-Bedrohung? Da hinten haben wir eine Dino-Bedrohung. Lege weitere Aufgabe fest. Ah, dann ist der aber noch abgehauen, bevor der kaputt war, der Zaun, oder? Unterwegs um Produkt ab. Produkt muss eingesammelt. Die werden verkauft. Bestätigt. Aufgabe erhalten. Und die da werden noch betäubt. Gut. Bestätige Anfrage zur Produktabfrage. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. So, hier müssen wir jetzt erstmal ein bisschen Grund reinbringen. So, unsere Gäste wollen natürlich auch versorgt werden, klar. Ein Souvenirladen ist immer wichtig, meiner Meinung nach, am Anfang an. Produkt wurde eingesammelt. Was ist denn da verbaut? Kann mir das mal jemand sagen? Hier ist nichts verbaut. Na gut, doch, da ist... Jetzt wird hier mal abgeflacht. So, und dann schauen wir mal. Das können wir ja so ein bisschen locker aufbauen. Das kriegen wir schon alles wieder hin. Was wir brauchen ist hier, warte mal, vielleicht reicht ja da auch ein kleines Umspannwerk. Ich glaube, ich würde doch lieber was Großes hinbauen. Wer weiß, ne? So, Gäste, Souvenirladen haben wir dann schon mal. Da kommt ein Fastfood-Restaurant hin. Einen Spielwarenladen bauen wir mal hier hin. Ich weiß, ich baue das gerade alles nicht so richtig schön auf. Ich will hier mal gucken, wie weit ich das ein bisschen aufgelockert bekomme. Die Bar ist auch ganz klein. Die würde ich so direkt dahin setzen. Na, muss ich erstmal schauen. Oh Gott, das sieht schlimm aus. Was tue ich hier? Ei. Also es gibt definitiv Spiele, wo ich im Anlegen von Dingen schon besser gewesen bin. Oh je. Aber vielleicht können wir da ja auch noch ein bisschen Wasser drumherum machen. Aber Brücken können wir hier nicht bauen in dem Spiel, ne?
Ist eigentlich schade, ne? Was? Sturmwarnstufe? Och nö. Sturm brauchen wir hier mal so gar nicht. Mir fällt gerade auf, dass ich hier kein Tor habe. Jetzt schon. Halt, warte, das baue ich aber besser nicht dahin, das baue ich besser woanders hin. Warte mal. Das baue ich dahin. Es war jetzt aber zum Glück kein mega krasser Sturm. Nachschubanfrage bestätigt. Alles im Rahmen. Da kommt noch eine hin. So, ja. Und wir brauchen, wie gesagt, nochmal ein Kraftwerk. Da will ich tatsächlich, glaube ich, ein großes Kraftwerk einfach mal bauen. Hier kriegen wir das nicht unter, ne? Nee, das ist ein bisschen zu schmal an der Stelle. Kriegen wir das hier hinten irgendwie unter? Nein, da ist es erst recht zu schmal. Oha, nein, das kriegen wir da definitiv nicht unter. Ja, schade, dann muss ich hier nochmal ein bisschen Platz in Anspruch nehmen. So, aber geht ja nicht anders. Muss ja. Das müssen wir ja so machen. Ich habe hier leider einmal den Weg versaubeutelt, aber egal. Passt schon so. Gut. Und hier habe ich auch noch kein Türchen drin, fällt mir auf. Da kommt da mal unsere Tür hin. Warum ist das Tor offen? Keine Ahnung, aber mag mir das mal jemand erklären? Oh, weia. Ja, ich hätte gerne noch weitere Aufträge. Ach so, Expeditionszentrum. Hat noch keinen Strom. Es hat erst Strom, wenn hier unten das kleine Kraftwerk fertig gebaut ist. Spielhalle. So, dass irgendwie unsere Leute bespaßt werden.
Wir leben in einer gefährlichen Welt und hier ist es noch schlimmer. Der Auftrag könnte uns in der Sicherheitsfrage weiterhelfen. Okay, wir akzeptieren das mal. Das Problem ist jetzt, wir haben gerade gar nicht mehr so viele Möglichkeiten. Wir müssen im Endeffekt gerade nur einen günstigen Dino ausbrüten. Das reicht schon. Das reicht schon. Ein großes Pflanzenfresser-Fossil. Mal einige neue Sachen jetzt bei. Wie schalte ich eigentlich das dritte Grabungsteam frei? Das würde mich auch mal noch interessieren. Da haben wir, glaube ich... Oh, wir haben jetzt auch einige neue Sachen, die wir hier erforschen können. Fossilienzentrum, haben wir da was? Nee, gerade nicht. Ich schätze, ich habe zu gratulieren. Naja, das war jetzt nur wirklich keine große Leistung, so einen kleinen Struti hier rauszulassen. Fühlt er sich jetzt überhaupt wohl? Ja, das passt schon. Wer ist krank? Salmonellenbakterien zur Heilung benötigt. Shit. Nicht genetisch, medizinische Forschung. Beine von Parasiten. Tuberkulose, Salmonellenbakterien. Das werden wir jetzt als erstes mal erforschen. Okay, alles klar. Oh, in unserem Spino geht's super. Das ist fein. Ja, und das Tor hier buggt immer noch. Das ist aber, glaube ich, wirklich nur ein Bug. Also ansonsten würde hier eigentlich schon lange alles Amok laufen. Bar, Spielwarenladen, Souvenirladen, Spielhallen. Eine Bowlingbahn haben wir auch noch nicht. Eine Bowlingbahn könnte rein theoretisch auch noch hier hin. So, hier vorne haben wir jetzt den Spaßbereich im Eingangsbereich. Gut. Mir fällt gerade auf, dass das Sachen sind, die ich hier nicht unbedingt machen sollte. Was ich allerdings tun sollte, ist hier nach irgendwas suchen. Brachio. Da haben wir nur große. Ja, jetzt haben wir schon zwei krank. Ist halt der Mist, wenn das nicht erforscht ist. Weniger als eine Minute. Das warten wir jetzt noch fix ab, dass wir die heilen können. Leute, das muss schneller gehen. Bewegt euren Hintern, ansonsten sterben uns hier die Dinos weg. Das wäre ungünstig. Ich habe die anderen Stegosauren alle verkauft. So, wir fahren selber. Jetzt geht's zu. Wollt ihr mich veräppeln? Ich will euch doch nur heilen, Leute. Bestätige Treffer. Ziel abgeschlossen. Ich will doch nur, dass es euch gut geht. Produkt ausgeschaltet. Ah, guck mal, ist doch super hier. Die Stegosauren sind schon auch schön.
Die hat sich einfach davor geschmissen, ich glaub's nicht. Der ist halt uninteressant dafür, aber... Gut, den Spino, den würde ich mich auch mal gerne noch drum kümmern. Schnappe ich mir da einmal kurz das andere Ranger-Team. Da geht's ja direkt hier runter. Hallo, Spino. Wenn man den Leuten Glauben schenkt, haben sie eine großartige Entdeckung gemacht. Das klingt nach Erfolg. Ist das ein gutes Bild? Wissen Sie, Isla Sorna ist ein harter Brocken. Doch die Unterhaltungsabteilung auf der Insel ist Feuer und Flamme für sie. Dafür werden sie auch belohnt. Das wäre auch was hier direkt für einen Eingang. Super, und da habe ich jetzt keinen Platz mehr für. Nein, ich will das da auch nicht abreißen. Da kriegen wir es auch nicht unter. Kriegen wir es? Ja, hier kriegen wir es unter, wenn wir wollen. Will ich aber nicht. Wo stelle ich das denn mal lieber hin? Da packen wir es mal hin. So, dann können wir uns gerade noch wieder einen neuen Auftrag krallen. Wo haben wir denn hier? Sicherheit ist hier am schnellsten. Dann nehmen wir erstmal Sicherheit. Man kann immer noch ein paar Probleme mehr lösen. Schauen Sie sich den Auftrag an. Führen Sie eine erfolgreiche Expedition durch nach Baharia-Formation. Jede neue Entdeckung vergrößert unser Wissen. Das ist wichtig. Nehmen Sie an. Machen wir, das klingt irgendwie... Nee. Ja, Ägypten. Alter, was können wir da? Spinosaurus. Ah! Der hat da also gelebt. Okay. Gut. Ich würde aber fast sagen, dass ich mich für heute erstmal von euch verabschiede. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein würdet. Also dann, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss.